Hier kamen schon lange keine Videos mehr zu Video-Equipment, obwohl ich das eigentlich sehr gerne mache und ich ja Video-Equipment täglich nutze. Aber einer meiner Vorsätze fürs neue Jahr war, wieder mehr Videos dazu zu bringen. Und heute machen wir den Anfang mit was ziemlich cool, nämlich dem Ding, was diese flüssigen Laufaufnahmen ermöglicht. Einem Gimbal also. Viel Spaß! So ein Kameragimbal ist eine feine Sache, aber leider auch sehr teuer und deswegen werden wahrscheinlich sehr wenige von euch sich überhaupt für einen interessieren und vielleicht gerade mal 5% oder so jemals einen kaufen. Aber er hebt Videos auf ein ganz anderes Level und ist ein extrem mächtiges Tool, mit dem man sehr viel tun kann. Jeder, der meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, weiß, dass ich einen DJI Ronin habe, was für YouTube-Videos schon ziemlich übertrieben ist. Ebenfalls getestet habe ich mal einen Smartphone-Gimbal und der CU Crane, falls man das so ausspricht, ist so gesehen das Zwischenstück und gerade bei kleineren Kameras wie der A6300 ein sehr guter Ersatz zum Ronin. Das fängt erstaunlicherweise schon beim Lieferumfang an, denn der Crane kommt in einem super hochwertigen Koffer, in dem man alles sicher transportieren kann. Das Kernstück ist der Gimbal an sich und dann haben wir da noch den Griff für die Akkus und sogar insgesamt 4 Akkus samt Ladegerät. Das ist schon mal ziemlich großzügig und sorgt dafür, dass man barrierefrei loslegen kann, ohne irgendwie kompliziert was kalibrieren zu müssen. Einfach Kamera drauf und loslegen. Die Kamera sollte hierbei nicht allzu schwer sein. Zwischen 350 Gramm und 1,8 Kilo ist so der Sweet Spot, in dem das Ganze funktioniert, aber eben auch nur, wenn man keine fetten Objektive vorne dran hat. Und bevor ich jetzt zu den Funktionen komme, will ich noch ein bisschen über die Verarbeitung schwärmen. Alles ist aus hochwertigem Aluminium und damit sogar deutlich mehr Premium als der Ronin, der ja hauptsächlich aus Kunststoff und Carbon besteht. Das Gewicht vom Crane geht aber trotzdem klar und wegen dem Stativgewinde auf der Unterseite kann man sogar eine Querstange oder Verlängerung montieren, um die ganze Geschichte noch besser halten zu können. Grundsätzlich ist die Funktion ja, dass man ruckartige oder Laufbewegungen ausgleichen kann, um flüssige Kameraschwenks und Fahrten zu ermöglichen und das ist hier erstaunlicherweise sehr gut der Fall. Mein komplettes OnePlus 3T Video in den Szenen, wo man mich sieht, wurde hiermit aufgenommen und ich persönlich habe keinen Unterschied zum Ronin feststellen können. Beim Film selbst gibt es insgesamt die üblichen 3 Modi. Einmal einer, der alle Richtungen verzögert verfolgt, dann einer, der das auf der Horizontalen tut, allerdings nicht vertikal, und einer, der die Kamera fix auf einen Punkt fixiert und alles andere ausgleicht. Für feine Justierung gibt es da noch einen Joystick, um beispielsweise den Horizont zu kippen. Dadurch, dass dieser Gimbal so relativ kompakt und solide ist, dachte ich mir erst, dass er sicherlich auch zum Vloggen verwendet werden kann. Und ja, das geht auch, aber nicht ohne Kompromisse. Zum einen wiegt er natürlich deutlich mehr als ein Gorilla-Pod und zum anderen ist der Transport etwas umständlich. Die Akkulaufzeit hingegen war nicht das Problem, also seit ich den Crane habe, musste ich ihn erst einmal aufladen. Ich persönlich finde aber, dass das Ergebnis den ganzen Aufwand wert ist und wenn ich vloggen würde, zum Beispiel auf der IFA oder so, dann mit diesem Ding hier. Eine Red-Kamera oder so kann man hier zwar nicht befestigen, aber eine Lumix GH oder eine Alpha-Serie mit einem Kit- oder Weitwinkelobjektiv funktioniert auf jeden Fall und die sind für Videos ja auch schon ziemlich gut. Also insgesamt fand ich den Gimbal sehr, sehr cool und vergleichsweise günstig. Vergleichsweise. Also Nicht-Filmbegeisterte werden sowas wahrscheinlich total überteuert finden, aber die, die sich für Filme interessieren, finden einen Link unten in der Beschreibung, wo der Preis ist und der Gimbal und alles. Also insgesamt, flexibles Tool, gefällt mir sehr gut, würde ich wieder kaufen und wer nicht das Geld hat für einen Ronin und eine kleine Kamera, dem kann ich es nur wärmstens empfehlen. Das war's von mir, ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.